herzlich willkommen zum dritten Teil von Big Brother der Talk. In wenigen Sekunden werden wir erfahren, welcher der drei Nominierten, Andrea, John oder Sabrina, das Haus verlassen wird. Denn Sie, meine Damen und Herren, haben jetzt endgültig darüber abgestimmt. Eine ganze Woche lang hatten Sie Zeit, jetzt bis 21.40 Uhr. Das Ergebnis zelebriert, wie immer. Ja, da muss er schon lachen. Unser Thorsten Wember, herzlich willkommen. Hallo. Thorsten. Ja, hallo erstmal zusammen. Die letzte Wahl. Das letzte Mal die Entscheidung, wer verlässt das Haus. Was sprechen denn die Zahlen? Die sprechen eine eindeutige Sprache, wie immer. Und schauen wir mal, wen du gleich in deine Arme schließen darfst. So, Andrea, Sabrina und John. Wer von den dreien darf noch im Haus bleiben? Noch gleich auf. Wer muss jetzt gleich raus? Es wird Sabrina sein. Und zwar mit dem Endergebnis von 61,4% gegenüber 20,2% für den John und 18,4% für die Andrea. Herzlichen Dank, Herr Wember. Herzlich willkommen zum vierten Teil von Big Brother, der Talk. Vor der Werbung hat Sabrina erfahren, dass sie heute Abend das Haus verlassen muss. Sie hatte jetzt ein paar Minuten Zeit, sich von den Mitbewohnern zu verabschieden. Jetzt ist aber wirklich der Punkt gekommen, ihr Bescheid zu geben, dass sie das Haus verlässt. It's time to say goodbye. Hallo, da bin ich wieder. Was? Habt ihr mich gar nicht so richtig gehört gerade, ne? Nein, wir wollen dich auch nicht. Ihr ignoriert mich. Das ist jetzt Ignorierungstaktik, was? Also... Tut mir ja schon irgendwie leid jetzt. Ja. Aber it's time to say goodbye. Hi. Sabrina, du musst jetzt deinen Koffer nehmen. Ja. Draußen wartet Sophie auf dich. Und wir sehen uns im Studio. Es fällt uns allen sehr schwer. Ja. Hörti. Ciao. Wir sprechen uns. Wir sprechen uns. Geht's. Ciao. Ciao. Noch ein letztes Mal meine Bello. Ich mach gleich. Du hast Katzenhaare am Po. Mach die weg. Der nimmt mir den Koffer. Nein. Dann musst du da... Oh, ich kann ja nicht gerade. Geh nicht. Geh jetzt noch bis zur Tür. Mein Mantel. Ich hab deinen Mantel vergessen. Ja, dein Mantel. Kindchen. Hier. Komm, gib mir hoch. Warte mal, Jo. Gib her. Da steht jetzt nur was von mir hinten drauf. Was ist denn das? Warum hast du nicht vorne drauf geschrieben? Ich hab das... Wusste ich doch nicht. Ich dachte hinten. Ist doch eher... Oh Gott. Ich sollte dann noch... Jo, geh nicht so schnell. Genau. Warte mal, ich stelle dir nur vorne an die Tür. Ich hab dich echt lieb. Zu Hause umarmen wir uns alle. Ja. Komm mal her, schau. Vielen Dank, Paul, dass du vielen Dank. Mit dem Zerbreiter Kirby. Danke, danke, danke. Nächste. Was du nicht hast, kann ich dir nicht geben. Hier ist deine Brille. Ja, mach's gut, ne? Halt die Ohren steif. Den Koffer musst du nicht tragen, lass ihn einfach stehen. Komm, alle vier. Das kann auch für dich. Was ist das? Ich hab leider auf die Rückseite geschrieben. Oh. Oh, seid ihr süß. Oh, der ist aber schön. Nimm das auch mit, ja? Gib das mal rein. Ja. Lass dir oh, den, ihr seid so süß. Lass dir den sofort abnehmen. Von dem männlichen. Ja. Ciao. In 5 Tagen. Sabrina, du bist super. Ja. Wie geht denn das nochmal? Sabrina, du bist super. Oh, süß, ein Abschluss stellt ihr noch. Oh, la, la. Sabrina? Sabrina, du bist super. Oh, la, la. In 5 Tagen hat sie sich wieder. Oh, la, la. Sabrina, du bist super. Oh, so süß. Oh, bevor die... Habt ihr einen für den Koffer? Das ist total schwer. Ich nehme ihn dir ab, komm. Ich nehme ihn dir ab. Oh, Gott. Super Idee. Den lasse ich hier stehen und der wird gebracht. Sabrina, nehm dich jetzt mit. So, von Frau zu Frau.
ohne Millionen von Zuschauern da draußen. Ganz ehrlich, Süße, Süße. Ja, Süße. Hast du dich ein bisschen in Jürgen verliebt? Der Jürgen ist ein Mann zum Verlieben, aber wir sind ganz, ganz dicke Freunde. Das ist schön. Was hat dir am allerbesten in der Zeit außer Jürgen gefallen im Big Brother House und was hat dir gar nicht gefallen? Mir hat alles rundum gefallen im Big Brother House und ich sag nur eins, es ist ein Erlebnis wert, es ist wunderschön und man sollte im Leben einfach mal was wagen, auch wenn man nicht weiß, was geschieht. Und es ist einfach super, super, super. Alles, was geschehen ist, ist super. Schön. Bevor jetzt gleich draußen die Fans so schreien, eine Message an deine Fans, die du wirklich da draußen hast. Ganz kurz. Vielen, vielen Dank. Ich liebe euch alle. Es war super Zeit und ich danke 1000 Küsse. Komm, wir fahren jetzt zu Percy. Wir fahren jetzt zu dir, Percy, ins Studio. Und hier sind deine Fans und deine Fans. Wir warten noch ein paar Minuten auf Sabrina, dann wird sie bei uns im Studio sein und werden wir sie als allererste zu ihren Erlebnissen im Big Brother House befragen. Herr Wember, das ist unsere letzte Sonntagssendung. Schon aufgefallen, Thorsten? Ja. Ja. Das letzte Mal, dass einer raus musste. Ja, innere Beknirschung, dass wir hier beide jetzt am Sonntag das letzte Mal stehen. Ich freue mich mehr auf Freitag, dann geht es ja richtig runter. Dann geht nochmal die Post ab, ne? Ja, 4 Stunden lang. Aber ich muss trotzdem sagen, hat viel Spaß gemacht, jeden Sonntag hier, Thorsten Wember. Der Herr, der die 70er ins Privatfernsehen zurückgebracht hat. Ja, lass mal lieber die 80er sein, nicht die 70er. Sollte nicht in Ordnung. Nicht. Das muss natürlich auch belohnt werden, Thorsten. Oh. Ich habe hier eine Kleinigkeit. Und zwar, Thorsten, ich hoffe, Sie haben ein Videogerät zu Hause. Ja. Hängen nicht die ganze Zeit am Computer. Nee, sehr wenig. Ja, hier Zeit einmal, um das nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, die letzten, beziehungsweise die ersten 40 Tage Big Brother, die Highlights für Sie. Und Dankeschön. Dann nochmal ganz toll, Best of Slutgo, auch für Sie. Super. Ja. Dankeschön. Thorsten Wember. Aber, Thorsten. Ja, ha? Gehört? Ja. Echte Fans hier im Publikum. Ich höre soeben, die Dame, auf die wir jetzt alle sehnsüchtig warten, ist hier im Studio. Herzlich willkommen, Sabrina. Energie gereicht? Ja, ja, sie hat gereicht. Sabrina, stellst dich hier her. Ja, dein Applaus, Sabrina. Hallo. Ach, gut an. Ja, jetzt müssen wir den Zuschauern schon noch verraten, was du da gerade mit gemeint hast. Ja, hier. Karte in die Kamera. Was steht denn da? Ja, das Marion, ist von, Nadine, Jürgen. Meine Liebe zu euch ist noch viel größer als dieses Herz. So, hier, Marion und Nadine, das ist von Jürgen. Und was hast du noch dabei? Ja, das war ganz, ganz lieb. Das halten wir hier mal so, wer kann das? Hier, das kann jemand im Publikum erstmal festhalten. Ne? Das gehen wir hier mal rüber. Das sind diese beiden Herren hier, die halten das Herz mal. Was haben wir hier? Ja, genau. Das habe ich, Stern. Ja, das habe ich von Andrea, John und Jürgen bekommen. Es gibt viele Sterne, aber keiner leuchtet so hell wie du. Aha. Und das wusste ich also nicht, das haben sie mir an der Tür erst gegeben. Total süß. Das hat mich total gefreut. Das habe ich gemerkt, Sabrina. Da warst du so... Ja. Das möchte ich jetzt aber genauer wissen von dir. Ja. Da hast du so ein bisschen geschützt, ne? Da warst du für einen ganz kurzen Moment. Wir kennen dich ja in so deiner ziemlich forcierten Art, ja. Aber da hast du dann doch ein bisschen so ganz kurz mal geschluckt, ne? Das hat dich gerührt, dieses Ja, Herz. Total, weil der Jürgen ist immer so süß, der macht ja immer Schilder für Marion. Und da habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ja, ich soll das nicht falsch verstehen, wir sind nur dicke Freunde und ich mache halt Scherze und so. Aber er liebt Marion über alles und so. Und habe ich dann irgendwann, sitzen wir mal auf der Couch und dann sind die Schilder so groß, dass uns keiner mehr sieht. Ne? Dann malt er immer Schilder für Marion. Und heute hat er halt wieder schön gemalt. Wir hatten ja so eine Tagesaufgabe, ja. Aber die habt ihr ja noch nicht gesehen.
Darf ich das überhaupt verraten? Ja, selbstverständlich. Ja? Verrat, was du willst. Und da mussten wir uns Doubles von uns bauen. Also praktisch habe ich den Jürgen gebastelt und der Jürgen hat mich gebastelt und Andrea hat John gebastelt und John hat Andrea gebastelt. Das können wir dann morgen in der Tageszusammenfassung sehen. Auf jeden Fall hat er da Material gehabt zum Basteln, weil sonst haben wir ja nichts, wir sind ja ganz arm, too basic. Und dann hat er diesen Stern gemacht und ich war davon überzeugt, er hat halt dieses Herz gemacht und den Stern und ich dachte, der wäre für Nadine, der Stern. Und deswegen war ich so gerührt, dass er für mich war. Und wir haben jetzt noch etwas, was für dich sein wird. Ja? Ich suche jetzt einfach mal einen Ring für dich aus. Ich glaube, der würde ganz gut zu dir passen. Er hat so ein bisschen deine Haarfarbe in der Mitte. Ja. Schau mal, hier, das ist ein Freundschaftsring. Es steht unter dem Motto, miteinander verbunden und doch frei beweglich. Hier sind da so ein paar Elemente, die man bewegen kann. Ach, jetzt, du hast ja überall schon Ringe. Wo soll ich denn dir den hinstecken? Ja, wo passt der noch drauf? Hier, schauen wir mal. Ah, das passt nicht, ne? Das passt nicht. Dann vielleicht hier symbolisch hier einfach drauf. Da ist eine Gravur drin. Da ist eine Gravur drin. Big Brother und 100 Tage im Big Brother Haus mit Datum für dich, Sabrina. Ehrlich? Ja. Dankeschön. Wir wünschen dir. Total schön. Danke fürs Mitmachen. Danke. Alles Gute, Sabrina. Ja. Ein Riesenapplaus bitte nochmal für Sabrina. Sabrina, wir sehen uns bereits in 5 Tagen wieder. Schon am nächsten Freitag gibt es das spannende Finale. Dann endlich wissen wir, welcher unserer letzten 3 Bewohner um 1/4 Million Mark reicher sein wird.